Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ländle-Talk hier bei uns. Ich darf heute Hannes Hausbichler bei uns begrüßen. Er ist Obmann des Männerservice und der Vorsitzende der Männerpartei Vorarlberg. Vielen Dank fürs Herkommen. Danke für die Einladung. Jetzt hätte ich schon die erste Frage. Am 19. November ist der Internationale Männertag. Was wird denn dort zelebriert? Jedes Jahr wird ein anderes Thema zelebriert. Eines ist jedes Jahr dasselbe, nämlich es wird zu wenig zelebriert, zu wenig begangen. Der Internationale Männertag sollte ein positives Männerbild in dieser Gesellschaft vermitteln. Das ist gerade heutzutage wichtiger denn je. Der Internationale Männertag ist eine Grundidee eines Professors aus Trinidad Tobago. Und genauso wie die Idee von Übersee kommt, ist sie noch lange nicht bis zu uns ausreichend durchgedrungen. Nun, wir kennen den Internationalen Männertag, wir freuen uns, dass es ihn gibt. Wir denken, wir haben noch zu wenig Verständnis in dieser Gesellschaft für die Grundidee des Männertags und arbeiten sehr stark daran, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein über Gleichbehandlung, Bewusstsein darüber, über die Gleichwertigkeit der Menschen, ob Mann oder ob Frau, über die Rechte jedes Menschen, ob Mann, ob Frau, auf Lebensglück, auf Glück in der Familie, auf familiäre Kontakte und um rechtliche, tatsächliche Gleichstellung. Was sind da jetzt Themen, wofür Sie sich jetzt ganz konkret einsetzen, jetzt mal ganz spezifischer? Nun, Gleichbehandlung in ernst gemeintem Sinne statt versuchen, Ungleichheiten, die empfunden oder so verstanden werden, durch sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Denn das sind ja Brüche der grundlegenden Rechtsstaat-Ideen, die wir in unserer Kultur mittlerweile so hineingepflegt haben, dass wir schon gar nicht mehr darüber nachdenken. Das meine ich mit Bewusstsein schaffen in politischem Sinne. Jetzt haben Sie ja auch diesen Männerservice gegründet. Ja. Was bieten Sie da ganz genau an? Der Männerservice hat sich selbst gegründet, möchte ich sagen, aus der Arbeit in der Männerpartei. Denn wir haben gemerkt, dass der Großteil des Zulaufs im Grund nicht politisch arbeiten will, sondern dringend Rat und Hilfe braucht. Nun, daraus haben wir erkannt, wenn wir die Rat- und Hilfetätigkeit in der politischen Arbeit versuchen mitzuerledigen, dann lähmen wir die politische Arbeit. Und zugleich helfen wir den Leuten zu wenig und direkt, weil wir eben zu vermischen drohen. Daher haben wir den Männerservice als separaten Verein organisiert. In diesem Männerservice bestätigt sich, was unsere politischen Thesen sind, wie nämlich das strukturierte Unrecht in diesem Land in Justiz, Politik und auch gesellschaftlich verankert entstanden und getragen wird. Nun, und im Männerservice wird Rat und Hilfe geleistet, hauptsächlich in dem Bereich, in dem Unrecht familienrechtlich besteht, denn hier drückt der Schuh den Männern und, möchte ich schon sagen, sehr, sehr vielen Frauen, die sich an den Männerservice wenden, im allerhöchsten Maße. Sehr oft wenden sich Verwandte, Partnerinnen, Großmütter von betroffenen Männern und Vätern an uns. Überproportional oft, möchte ich sagen, anstelle der Betroffenen, die oft schon desillusioniert sind oder auch kulturell gelernt haben, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse gerade im familiären Bereich weniger wahrgenommen werden. So versuchen wir zu helfen als Wegweiser, als Orientierung, wo sie überhaupt stehen, wie die Umstände, die rechtliche und politische Situation, denn das gehört zusammen, wie sich die verhalten, damit er versteht, vor welchen Missständen er steht und dort aus dem heraus den bestmöglichen Weg zu finden als Hilfe zur Selbsthilfe. Da möchte ich jetzt auch gleich nachhaken, und zwar zum Thema psychische Gesundheit bei Männern. Das ist ja oft ein vernachlässigtes Thema, was Sie da jetzt vielleicht auch irgendwo angesprochen haben. Tun sich Männer schwerer, Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen? Ja, das wird sicher so sein. Ich denke, aus dem Männerservice erlebe ich auch, wenn sich eine Frau anstelle des Betroffenen an uns wendet, dann kann sie sehr oft ihre Notlage und die Notlage des Betroffenen besser zum Ausdruck bringen als der Mann, dem das unserer Einschätzung nach schon kulturell etwas abgewöhnt wurde, der schon gar nicht mehr darüber reden will, weil er von klein auf gelernt hat, seine emotionale Befindlichkeit gar nicht so auszudrücken, weil er gelernt hat, dass sie weniger angenommen wird.
Wir sagen uns, wir sehen uns nicht als psychosoziale Hilfsorganisation. Nichts wäre schlimmer, als Amateur zu psychologisieren. Wir haben das Verständnis für die Notlage. Wo wir helfen können, ist bei praktischen Handlungsanweisungen und als Wegweiser durch die Instanzen eben auf dem Weg, sich selbst so gut wie möglich zur Hilfe zu kommen. Was würden Sie jetzt den Männern da draußen zum Weltmännertag wünschen oder ausrichten wollen? So viel, dass es nicht in einen Satz passt. Ich wünsche mir das Beste für alle Menschen, ob für Männer, für Frauen gleichermaßen. Ich wünsche mir, dass wir ein besseres Selbstbewusstsein haben, nicht als Mann, als Frau, sondern als Individuum in einer vorurteilsfreien Gesellschaft leben. Und diese vorurteilsfreie Gesellschaft ist genau die, an der wir arbeiten, indem wir von der Männerseite her kommen und die notwendigen Verbesserungen wollen. Nur letzten Endes wünsche ich mir genau diese vorurteilsfreie und selbst für sich selbst identifizierende Gesellschaft, die keine Rollenmodelle braucht, die keine Kategorisierungen braucht, keine Stereotypen braucht und die daraus resultierenden ständigen Kämpfe um Besserstellungen, Beklagen von Schlechterstellungen, die so immer aufs Klientel und die einzelnen Kategorien heraus abzielen. Ich wünsche mir eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft, die es gar nicht notwendig hat, für, nehme ich Beispiel nur Männer und Frauen, überhaupt eine unterschiedliche rechtliche und praktische Lage zu schaffen. Was wären jetzt Ihre Vorstellungen, wie man Rollenbilder brechen könnte, ganz bewusst und aktiv? Indem wir die Rollenbilder einfach nicht ständig aufbauen und manifestieren. Wir fangen einfach gar nicht an, Rollenbilder zu schaffen und uns an Rollenbilder zu orientieren. Es ist nun einmal so, der Mensch hat es ein Stück weit, er möchte Rollenbilder zur Orientierung. Nur wenn wir den Menschen bewusst werden lassen, dass sie sich an diesen Rollenbildern nicht zu lange festklammern, sondern nur mal als ersten Wegweiser, als erste Orientierung sich das eine oder andere möglicherweise kurz aussuchen, aber sich möglichst schnell wieder davon lösen und ihren eigenen Weg finden. Vielen lieben Dank, schöne Abschlussworte. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Danke fürs Hiersein. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit einer neuen Folge vom Ländle Talk. Bis dahin, machen Sie es gut.